Moin und herzlich willkommen bei Typisch Norddeutsch TV. In diesem Video seht ihr mich in Bewegung, das Licht der Freiheit, lecker Fischbrötchen und die Seebrücke Kelnhusen. Entlang der Strandpromenade gibt es viele Spielplätze und Spaß für klein und groß. Also Eltern können hier nicht hoch mit ihren Kindern, das sage ich euch gleich. Ich hoffe, das hält mich. Thank you.
Dieser achteckige Leuchtturm wurde 1878 in der Nähe des heutigen Ostseebads Dahme erbaut. Auch als Licht der Freiheit bekannt, diente er damaligen DDR-Bürgern als Orientierungspunkt bei Fluchten über die Ostsee. Auch Trauungen sind hier möglich. Die Erlebnisseebrücke in Kellenhusen gehört zu den schönsten Seebrücken der Ostsee. Sie ist 305 Meter lang und besitzt drei begehbare Themeninseln. Die erste ist zum Relaxen und Sonnenbaden. Die zweite für den aktiven Wasserspaß. Und die dritte ist Aussichtsplattform und Bootsanleger. An einem Seitenarm befindet sich die Überwachung durch den DLRG. Wenn euch unser Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, schreibt was Nettes in die Kommentare und über ein Abo würden wir uns sehr freuen. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos von uns verpasst. Bis zum nächsten Mal!